Guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Servus und liebe Grüße. So, damit hätten wir mal beschissenes Intro gemacht zu Tellowool Folge 4. Neue Session. Aber die bessere Frisur. Also, Frage Nummer 1. Und ja, ich mache dabei nur Telonym-Folgen, aber ich habe zumindest vor, ein, zwei Vlogs zu machen. Die kommen dann definitiv wieder auf dem Datwool Unduck-Channel. Also. Welche Nachteile, erstens, hat es für dich, wenn man alleine wohnt? Man muss sich um jeden Scheiß selber kümmern. Like, jeden Scheiß. Jeden Scheiß. Du musst die ganzen Papierkram, so Zeugs, ist nicht so meins, muss man selbst machen. Man muss selbst putzen und so weiter. Also man muss halt jeden Scheiß machen. Das ist der Nachteil. Sonst, finde ich, hat es eigentlich Vorteile. Und man muss sich halt mit am anderen nicht absprechen. Das ist halt, ja, wurscht. Das sind halt die Nachteile. Du musst halt jeden Scheiß machen. Nummer 2. Was würdest du tun, wenn dir jemand schreibt, der in einer Beziehung ist? Naja, sollen sie machen. Ich denke, wenn man sich beim Schreiben so ein bisschen zusammenreißt, wenn wir jetzt nur von Schreiben reden, denke ich, ist es das kleinste Problem. Kommt immer darauf an, worüber man schreibt. Wenn er jetzt natürlich schreibt, die andere Person, ja, die liebt mich und so weiter, kritisch. Also es ist ein Satz wie, ich liebe dich, würde ich jetzt nicht jemanden schreiben, wenn ich in einer Beziehung wäre. Also, nee, aber an sich schreiben, finde ich es aber okay. Sexting ist halt auch nicht wirklich intelligent in der Hinsicht. Nummer 3. Würdest du sagen, dass du gut küssen kannst? Bis jetzt haben wir nur positives Feedback erhalten. Und vor 2 Tagen haben wir ein wissenschaftliches Experiment dadurch durchgeführt, ob ich oder mein Partner oder ich, wer die weicheren Lippen hat, weil die angeblich sehr küssbar sind. Fragt's mir nicht. Und nach dem wissenschaftlichen Experiment ist rausgekommen, ich habe angeblich die Weicheren. Aber ja, ich kann angeblich gut küssen. Stonks. Das Allerwichtigste auf dieser Welt. Ja, bescheuerte Frage, keine Ahnung. Ist für jeden was anderes. Und für mich auch. Wahrscheinlich alle 2 Wochen was anderes. Kann ich nicht so wirklich sagen. Ist einfach zu breit gefragt. Das ist einfach das Wichtigste. Buh. Das ist das Gleiche mit, wer ist dein Lieblingsfreund? Absolut beschissene Frage. Ich hab einen engen Freundeskreis, ich habe einen weiteren Freundeskreis, aber wer ist jetzt wirklich quantitativ der engste, beste, super tollste? Immer schwer zu sagen. Nummer 5. Was wäre deine Zeitgrenze, auf jemanden zu warten, wenn ihr euch trefft? Im Sinne von Verspätung? Wahrscheinlich so eine halbe Stunde? Und dann wäre es sauer und geh. Ich denke, eine halbe Stunde. Was wäre denn... Nee, das haben wir schon gehabt. Sag mal, was du heute anhast. Damals waren es weiße Cargo-Pants und weißes Leiberl. Jetzt gerade ist es eine blaue Unterhose und der schwarz... Wie nennt man die Dinger? Shirts? Das ist kein Unterleiberl, weil dafür ist der Träger zu braten. Keine Ahnung. Alter, in der Wohnung hat es 800 Grad. Die trocknet das Leiberl aus Höflichkeit im Video. Nummer 7. Wie stehst du zu Freundschaften aus dem Internet? Funktionieren super, fragt ihr mal Bane und mich. Nee, geht super. Wenn man genug Common Sachen hat, läuft es pipi fein. Falte nix. Nächste Frage. Wer denkst du, wird zuerst schwanger in deinem Freundeskreis und warum? Dann schon ein paar. Könnte auch daran liegen, dass ich schon 30 bin. Also. Aber lustigerweise, derjenige, der als erstes schwanger worden ist, den habe ich irgendwie vermutet, aber wenn wir es nie kommen haben sehen. Sagen wir es so. Denkst du, dein Leben würde sich verändern, wenn dein größtes Geheimnis rauskommen würde? Wenn ja, wie? Ich denke, es würde sich im Endeffekt nicht verändern. Es wäre halt kurz awkward oder halt interessant, ungewohnt. Man hat kurzes Vibrieren und dann ist es wieder gut. Ich denke, das wäre es. Und generell sind es halt nicht so kolossale Geheimnisse, die ich habe. Das heißt Geheimnisse, es sind einfach nur Sachen, die man halt privat halten will, denke ich. Das wäre so die Sache, die man geheim halten kann, aber wirklich Geheimnisse habe ich jetzt keine. Insofern, ich denke, da wird sich nichts Großartiges ändern. Zumindest auf lange Sicht. Und die letzte Frage für heute. Was sind Eigenschaften, die du bei anderen bewunderst? Ruhe, ich habe es so wunderschön geschrieben, Ruhe bei Langeweile oder Vollidioten. Wie man ruhig bleiben kann, wenn man sich langweilt. Faszinierend, schaffe ich nicht.
Und boah, Vollidiot, mach ich nicht. Da bleib ich nicht ruhig, und wie man da ruhig bleiben kann, also vor allem allein. Respekt, ich schaff's leider nicht, ich darf's gern kennen. Und das war ja, Folge 4. Bis zum nächsten Mal, zu Folge 5. Ja, ich mache jetzt derweil immer nur so Lückenfüllen und Graffel für den Hauptkanal, bis ich wieder endgültig im Drive bin, dass ich wieder Videos mache. Wie gesagt, ich denke, ich werde ein paar Vlogs machen jetzt in Zukunft, weil arbeitsmäßig wechsle ich von meiner aktuellen Baustelle zur anderen. Das kommt alles in an Duck Channel. Und ja, macht es gut. Bye bye. Ich hoffe, ich mache wirklich bald wieder Gaming-Content.